So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Beetle Gang. Heute gucken wir mal die Zuchtbox von Xylotropis Gigantomatrensis an. Hier sieht man schon eine kleine Putzerassel ist auf dem Holzstück. Ist natürlich immer nützlich, so welche Asseln im Gehege zu haben. Ein leeres Beetle Jelly. Noch eins. Die Tiere sind schon sehr alt für Xylotropis, also sie können so bis zu 6 Monate werden, aber durchschnittlich 3 Monate. Die Tiere sind jetzt circa 4 Monate schon bei mir. Da hinten ist auch das stolze Männchen. Ist zwar jetzt kein Riese, aber trotzdem sehr schön. So, das Moos hier, was ich immer gern bei Käfern verwende, raus. Hier sieht man, das Männchen ist aber auch schon sehr alt. Es hat schon sehr viel Tarsen verloren. Hier mit dem nicht so allzu großen Horn, aber trotzdem sehr schön. Ja, ist jetzt kein junges Exemplar mehr. Wieder ganze Zuchtberichte hier abmachen. Ich muss jetzt kurz hier so zu mir machen, weil das anders nicht so leicht für mich geht. So, hier sieht man schon Holz angenagt. Seht ihr sowas? Ja. Holz angenagt. Das war das Holzstück. Kann da wieder rein. Sind noch nicht so zerfressen. Hier sind mal ein paar Löcher. Die Larven sollten ja auch noch nicht allzu groß sein. Hier sind auch noch Eier drin. Also noch nicht alle sind geschlüpft. Hier ist zum Beispiel eins. Ein kleines Ei. Ich auch mal hier rein. So, das hier schon ein bisschen zerfressen. Aber auch noch nicht so. Hier ist auch eine Larve. L1 noch. Eine kleine L1, sehr kleine. Hier hinten ist auch noch eine kleine L1. Und hier ist das. Das ist eine sehr frische, frisch gehäutete L2, keine L3. Hier sieht man den größeren Kopf, insgesamt den größeren Körper. Also noch eine frische L2. Das Weibchen, also ein... Ah, fuck, ich dachte gerade, was ist das? Oh, verhakt das hier. Oh, ist sogar noch jung. Die Tarsen sind keine ab und alle noch sehr scharf. Ein Weibchen ist leider schon tot, das war ein bisschen älter anscheinend. Oh, nicht runterfallen. Hier sieht man ein schönes Weibchen. Faucht auch noch. Ja. Gleich mal zum Männchen setzen. Aha, was ist denn das? Hier ist eine große L2. Muss ich aufpassen vor den Mandibeln. Eine große L2. Larve. Ist noch weißes Holz. Aha, was hat sich denn hier wieder reingeschlichen? Ein kleiner Mehlwurm. Oder was es auch immer ist. Der kann gleich mal weg. Eine extra Tube, wenn ich eine hätte. Ach egal, der kommt jetzt kurz zu den Larven. Aha, hier haben wir noch eine L1, noch eine L1. Ich gucke jetzt eher nach Larven anstatt nach Eiern. Ist ja klar. So, die weißen Holzstücke hier raus, wieder an den Grund der Box setzen.
da die Larven immer an den Grund sinken. Das ist so gut wie immer, und da das weißfaule Holz dann benötigen. Hier war gerade noch ein Ei. Ah, ist jetzt leider verschwunden in der Erde. Hier ist noch eine L2, eine sehr frische. Eine wirklich, wirklich, wirklich frische L2. Hier ist eine sehr kleine L1. Sind schon ein paar. Ich habe noch ein paar gefunden. Also ich habe jetzt insgesamt noch 14 andere Larven, aber die stehen zum Verkauf. Aber sind schon viele vergeben, aber noch nicht losgeschickt, weil bei uns hier in München ist gerade sehr, sehr kalt. Also ist wirklich krass, der Schnee ist locker 15 cm hoch. Und das ist wirklich, also da hier, wo ich wohne, das ist wirklich, wirklich extrem. Und das ist auch recht kalt. Deswegen verschicke ich lieber noch nicht. Wenn da irgendwas schief geht, sind die sicher verstorben, wenn die ankommen. Wenn der Versand irgendwie länger dauert, als das Heatpack haltet, sieht es nicht gut aus für die Larven. Also lieber warten, bis ein bisschen wärmer wird. Sind auch schon ein paar L3-Larven für den Verkauf. Hier habe ich jetzt Flakesäule als Bodengrund. Schön feucht. Schön mit Holzstückchen untergemischt. Jetzt gucken wir mal. Ja, sonst sind hier anscheinend nur noch Eier drin oder sehr kleine L1. Hier ist noch eine kleine L1. Die erkennt man immer nur an dem Schimmern von dem weißen Körper der Larve oder am Kopf. Sonst sind die sehr schwer zu finden hier. In diesem Flake-Säule. Und ich hatte jetzt für ein Trio eine 22-Liter-Box. War zwar ein bisschen klein, also ich hätte eher eine 45-Liter-Box oder eine 30-Liter-Box nehmen sollen. Aber ich habe dann halt öfters die Larven rausgewechselt, bevor die halt, oder die Eier schon rausgenommen, bevor es zu viele werden und dann sich wegen Platzmangel noch hier gegenseitig kannibalisch aufessen. Bevor das passiert, habe ich die natürlich aussortiert, die Hälfte rausgetan, die Hälfte drin gelassen. So. Hey, sonst sind hier noch kleine L1 oder Eier noch drin. Und insgesamt habe ich jetzt 11, 10 Larven und, und ein Ei noch dazu, also 11. Wenn man das Ei dazu rechnet, hier sind noch keine Riesen, aber ja, noch dieser eine Mehlwurm hier drin, den ich persönlich nicht so gern da drin habe. Die Larven können wieder hier rein, die Erde auch, die die mitgeschleppt haben. So, man muss sich in Acht vor den Zwickern bei L3 oder große L2 nehmen. Weil die können schon ordentlich zuzwicken. Also die haben da wirklich Kraft in den Mandibeln. Die müssen ja auch Holz essen. Also Holz zerbeißen. Da brauchen die Kraft, ja. So, den Mehlwurm hier kurz raus. Ja, da rein. Mehlwurm wieder rein. Ey. Ja. Das war's so mit dem Larvencheck von Xylotropis. Ich zeige nochmal die beiden Tiere. Sehr schön. Also wirklich, wirklich eine tolle Riesenkäfer-Anfängerart. Können auch sehr lustig und niedlich fauchen. Hier sieht man nochmal das Männchen, das recht alt ist, und das junge, aktive Weibchen. Was noch ein bisschen bei mir sein wird, höchstwahrscheinlich. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es doch gerne mit einem Daumen nach oben positiv bewerten und die Glocke aktivieren, wenn ihr immer Benachrichtigungen haben wollt, wenn ich ein Video hochlade. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.
Fresh!